Hey Leute und willkommen in Kapitel 13 Opfer von The Evil Within. Letzten Part hatten wir einen Kampf gegen eine Riesenspinne und vieles weiteres, denn wir haben gestern oder beziehungsweise im letzten Part, das heißt hier gestern, das nehme ich am gleichen Tag auf. Ja, ist vieles passiert. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Mara ist weg, ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Maras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendwo etwas auf der Spur. Aber was? Boah, ey. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ach Quatsch. Hat er hier jetzt zwei Schlüssel oder so? Ja. Weil jetzt kann ich jetzt zum Beispiel auch die Blendbolzen hier nehmen. Zumindest einen. Okay. Vierzehntausend haben wir. Nein, ich will jetzt mal kurz nachschauen. Mache ich lieber das hier anstatt Ausdauer. Ja, okay. Jetzt haben wir mal die Schrotflinte gut verbessert. Wie viele Schuss habe ich denn dafür eigentlich noch? 4 Schuss. Das hat sich jetzt gelohnt. Ja, muss ich halt einen Schuss finden. Ja, aber das ist halt meistens, finde ich, nur Schuss von Revolver. Und ich meine, das ist nichts Schlechtes. Ich glaube, da unten geht's weiter. Und hier gab es auch noch was zu erkunden. Ja. Wir müssen nach unten. Ja, aber ich will auch mal hier rein. Ja, sag ich ja. Oh, never mind. Ich bin noch ein Vollidiot. Ich muss doch upgraden, dass ich mehr tragen kann. Ach, ich bin so dumm. Oh Mann. Ja, ich muss Reserve upgraden, nicht die Magazinkapazität. Natürlich das auch, aber. Okay, Grafikfehler. Aber, ach man, bin ich bescheuert. Dass ich ja mehr Schuss tragen kann, wie ich es ja bei der Pistole auch schon gemacht habe. Automaten vertraue ich meinem ganzen Playthroughs jetzt nicht mehr. Ey, weil, das eine war echt fies. Hier ist eine Falle. Ich vertraue dem nicht. Säure?
will ich nicht durchlaufen. Oh ja. Was? Okay. Das ist neu. Säurefallen. Diese Türen erinnern mich hier ein bisschen an Silent Hill 4 The Room. Nur, dass es in Silent Hill 4 ein bisschen krasser war mit der Tür. In deinem Apartment doch, hast du doch diese ganzen Schlösser da. Und diese ganzen Ketten. Silent Hill 4 fand ich auch eigentlich interessant. Aber er war nicht gut, ne? Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja. Aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Das sieht aber weit weg aus. Okay, ich muss sie nicht eskortieren, also würde mir auch nicht helfen, dass es jetzt was Schlechtes war. Also hier muss ich lang. Nee, mein Gewicht kracht das da ein. Aber ich habe keine andere Wahl. Warte, ich muss wahrscheinlich runterschießen, oder? Probier's. Das hat funktioniert. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet, ey. Das wäre echt scheiße gewesen für meine Schüsse. Ah! Runter, wie kann ich nicht ran? Oh, ja, geil. Ciao, Joseph, ne? Ich glaube, du wolltest hier sowieso nicht unten lang. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Dein Ernst? Ach so, ja, der eine easy Weg, ne? Der, wo er nicht lang gehen konnte. Ja, leck mich am Arsch. Ich darf jetzt hier alleine weiter. Ja, das ist schön. Scheiße. Erst Kidman, dann. Ich meine, ich musste ja für Joseph keine Highlight-Items benutzen. Die musste ich einfach nur mit meinen magischen Händen heilen. Das war's. No way. Nein. Laura war schon genug. Das ist auch wie bei Silent Hill Homecoming, wo du Pyramid Head siehst, der da auch so lang läuft. Nein, da dürfen wir nicht rein. Ja, da wollen wir wohl nicht hin. Boah. Hi. Das ist auch nicht eine Falle. Warte mal. Lockt mir noch jemand was rein. Oh shit! Ich hasse die mit den Knarren. What the fuck? Was bist denn du? Ach, du bist wieder so ein. Du bist wieder so ein Ruhweg, ne? Was, ich habe echt nur noch diese Blendpfeile. Oh. Mann, die Flaschen sind useless. Der Spinner ist. Ah, ich sollte gleich mal nachladen.
um sicher zu gehen. Oh! Lol. Was? Ich hab einen gesehen, aber wo? Oh, Scheiße! Oh! Fuck! Ich mag das echt nicht, dass die Knarren haben. Das gefällt mir nicht. Also jetzt komm, also wer hatte die bitte die Idee? Den Gegnern Knarren zu geben. Ah, weißt du, das mache ich sogar, um diese Teile zu halten. Nein, die Falle lasse ich mal. Ich will mich aber erstmal hier umsehen. Halt wieder eine Flasche. Ich deaktiviere das hier mal. Da hätte ich theoretisch auch die Gegner reinloggen können, ne? Ich glaube, jetzt ist es eh schon zu spät und da bekomme ich auch noch Fallenteile, also passt das. Oh Scheiße, das sind ja echt noch mehr Gegner. Nee. Nur wo? Da drin. Oh. Diese Falle ist echt böse. Was? Noch einer? Oh, shit. Ich hab mir die Schrotflinte rausgepackt für den Fall, dass er mich sieht. Weil die haben jetzt hier alle Knarren anscheinend. Okay, gut, die Fallung hier muss ich deaktivieren. Die sind halt hier offensichtlich, diese Fallen. Und die machen denen anscheinend auch nichts. Also diese Säurefallen machen denen nichts, weil der ist dann nämlich gerade durchgelaufen. Und die ist nicht aktiviert. Oder die sind dagegen immun. Aber ich glaube, das macht denen erst gar nichts. Wie auch immer dann so verschwinden. Jetzt warte mal. Na. Jetzt hätte ich theoretisch im Speicherraum das upgraden können, aber dafür ist es vielleicht schon zu spät. Wir sind hier schon längst weg. Ja, also diese Boxen, ey, die finde ich so scheiße. Genau, ich nähere mich dem Scheiß.
ist so ein Akten. Hier ist so ein Aktenkoffer. Warum sage ich immer Aktenkoffer? Tresor. Kann ich hier theoretisch rauskommen. Nein, oh Gott, 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 oh Gott! Ich bin tot. Ey, ist der schnell! So, nur diese scheiß Falle aktivieren, mein Oh mein Gott. Hallo, stopp die scheiß Falle jetzt. Jesus Christ. Der ist direkt an meinem Arsch klebt, ja. Danke für den Hinweis, Ratten. Aber vor allem, ich habe echt noch keine Spritze hier jetzt bekommen. Also ich habe jetzt nur noch eine. Das ist sehr schlecht. Man kann sich auch nichts kaufen, irgendwie so heilungsmäßig. Es kann aber irgendwie sein, dass dieses Spiel so Adaptive Difficulty hat. Von wegen, okay, ich habe jetzt wenig Heilung, dafür liegt jetzt hier mehr rum. Versteht ihr? Das hatte ja Resident Evil 4 auch. Deswegen, das könnte sogar gut sein. Man muss ja immer nach den anderen alten Spielen von denen gehen. Von ihm gehen, von Shinji Mikami. Seid ihr auf Resident Evil 4. Also könnte das sogar gut sein, dass Adaptive Difficulty hier hat. Weil ich hatte ja mal viel Spritzen und dann, wo ich irgendwie weniger hatte, dann hatte ich irgendwie mehr. Eine Magnum. Das gefällt mir schon mal. Ja schon ausgelöst. Oh ja, hier ist ein Safe Room wenigstens. Und auch doch nicht. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Legt Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Oh. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Warte, ich speichere gleich ab. Weil speichern tue ich jetzt auf jeden Fall. Einfach schon 19 Minuten rum sind, leck mir am Arsch. Das geht aber echt schnell. Achso, ja stimmt, wir haben ja den Raum nicht hier gesehen.
Nein. Oh shit. Wait, what? Oh. Wo geht's jetzt lang? Ach hier. Ja, das ist auch hilfreich, aber ich brauche erst noch eine Spritze. Ja, auch nicht schlecht, aber Spritzen werden mir halt dann doch lieber. Ja, das ist witzig. Oh ja, danke, eine Spritze gab es jetzt hier. Nein! Ernsthaft? Sprengfallen? Muss das sein? Leere Schubladen. Kartenfragment. Hilfe. Gott, habe ich eine Gänsehaut, ey. Vor allem die mit den Sprengfallen, ey. Vor allem der, wo da gerade hinten kam. Boah, der hat mich auch erschrocken. Das ist wieder eher wie Silent Hill hier. Man hat eher Angst, anstatt irgendwie, dass man sich kurzzeitig mal erschreckt vor etwas. Wie bei den Resident Evil Spielen. Vor allem Resident Evil 4 bis 6 ist es einfach so, man erschreckt sich halt mal, aber das war es dann auch. Bei Silent Hill ist es jedoch, du hast Schiss vor dem, was als nächstes kommt. Weil du das nie wirklich wissen kannst in so einem Spiel. Und das kannst du in Evil Within eben auch nicht. Einzigste, was man vielleicht wissen kann, ist, dass im letzten Kapitel ein Endboss kommt. Und dass das halt schwer ist. Aber mehr kann man von dem Spiel hier nicht wissen, weil das Spiel ist komisch genug. Ne? Joseph? Das war nicht Joseph, ja. Was, Joseph? Ich hoffe, es war Joseph, weil wenn es Tresorkopf ist, dann ist es nicht gut. Ich hasse Küchen. Ja, es ist Joseph. Oh. Ja, nicht mein Problem. Oh, you fucking asshole. Nein. Wade hat mich jetzt entdeckt. Was? Oh Gott. Gott, und jetzt? Gute Frage, Mann. Was? Oh mein Gott, was ist das? Ah!
Junge! War das Glück, habe ich ja hier fast reingelaufen. Alter. Gordon Ramsay wäre nicht stolz auf diese Küche. Danke. Das ist echt nett. Das brauche ich nämlich wirklich. Nicht, weil ich jetzt gerade wenig Leben habe, sondern allgemein. Das braucht man immer. Man braucht immer so welche Spritzen. Das ist einfach gut. Ich glaube, ich muss eigentlich in die andere Richtung, ne? Ja, ich sollte vielleicht ihm helfen. Mann, der ist mir gerade eben schon am Arsch geklebt. Ist halt eben Joseph mal in der Reihe, ja? Der darf auch mal den Horror durchleben. Okay, ich hab vor. Ja, hier sind natürlich Gegner. Ach du Scheiße, was ist das hier? Ah, okay. Ja, und jetzt darf ich gegen den fighten. Yo, baby. Das wird ein Spaß. Aber Leute, das machen wir hier im nächsten Part von Die Evo in den Kapitel 13. Und dann sehen wir uns hier und ciao.